Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, chilligen Hardware-Review. Yes, Freunde, Tesla 6Y oder YYE, keine Ahnung, WYE 200 Watt. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Box, also sieht stylisch aus, die liegt gut in der Hand und ja, die Kombi aus Schwarz und Grün, was will man mehr, ne? Also ist auf jeden Fall eine nice Kombi, ich zeig's euch mal direkt. Klar, da ist auch wieder so ein bisschen Abklatsch drin und ein bisschen Abgucken von anderen so, dieses Abschreiben wie früher in der Schule. Man kennt das hier von den Hugo-Boxen oder Hugo-Boxen, die haben das an der Seite auch groß drüber stehen gehabt. Es gibt noch jede Menge andere Boxen, aber finde ich nicht das mal so schlimm, dass es gecovert wurde. Ja, ihr seht noch mein Akku ist, also nicht wundern, es sind beides VDC 5A, es sind nur zwei verschiedene Wraps, ne, dass ich alles mal so ein bisschen auseinanderhalten kann. Und so, jetzt nochmal zurück zum Design, also dieses Schwarz und Türkis oder Grün ist schon massiv geil. So, ihr habt da vorne so einen großen, dicken, fetten Taster, ne? Der ist so ein Semi-Soft-Click-Taster, nenne ich es jetzt einfach mal, richtig schön. Links und rechts habt ihr nochmal wie so Entgasungslöcher, Optiken, ist so ein bisschen Racing-Look, ne? Ihr seht hier hinten, Akkudeckel schlicht, nicht mehr großartig drauf. So, ich würde sagen, 200 Watt reichen vollkommen aus. Wir gehen mal in die Detailansicht, gucken uns die ganze Box mal eben an, machen das kleine Unboxing und am Schluss labern noch mal kurz über die Box. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, die Tesla 6Y mit 200 Watt, ne, seht ihr hier. Hat jetzt wieder Doppelansicht, ne, schöne Umverpackung. Alles drauf, ne? Was drauf gehört, Freunde. Hier könnt ihr das Ganze sehen. CE-Prüfzeichen und recycelbar. Selbstverständlicher Karton, ne? Natürlich nicht in den Mülleimer schmeißen. Nicht für korpulente für schwangere Frauen. Nicht unter 18. Dies, das, Pief, paar, viel Gelaber. Viel Erklärung. Und wie immer hier light, weight and colorful. Okay. Wir schauen einfach mal rein und es erwartet uns ein kleiner süßer Karton. Könnt ihr hier sehen. Ne? Mod schmeißen wir jetzt erstmal auf Seite. Wir gucken mal eben unten rein, ob da noch irgendwas really Interessantes drin ist. Ich schaue jetzt einfach mal eben gerade raus hier, die ganze Zettelwirtschaft. Zertifikat halt, ne, dass das Ding original ist, bla bla bla. Ne? Seht ihr hier, drauf geschissen, weg damit. Und hier nochmal irgendwas mit einer Battery Caution, ne? Also Sicherheitshinweis besser gesagt. Da kriegst du dann nochmal erklärt, wie die Batterie aussehen soll und wie sie nicht aussehen soll. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, denn normalerweise soll es klar sein, wie eine Batterie auszusehen hat und wie nicht. Und natürlich hier nochmal ganz viel Papiermüll, Schrott, dies, das, Piff, Puff, ciao, ciao, ciao. Kommen wir mal zum Mod selber. So, wir kennen das Ganze hier schon von Hugo Mods oder wie auch immer das Ding nochmal hieß. Die hatten nämlich damit angefangen, mit diesen eingefrästen, eingelassenen Schriftzügen. Jetzt hat Tesla 6 sich gedacht, okay, Motherfuckers, wir machen das auch, weil es geil aussieht. Und es sieht halt wirklich geil aus. Und der Mod an sich sieht auch schwer nice aus. Ne? Ihr habt hier vorne wie so Racing-Gitter drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Ich komme mal ein Stückchen näher. Hier vorne so kleine, schöne Racing-Gitter drin. Gefällt mir persönlich ganz gut. Vorne Ladeport, Update-Port und so weiter. Ne? Nicht wundern, dass ich nicht immer in die Kamera gucke, denn ich habe neben da mal hier so mein Monitor stehen, wo ich das Ganze dann selber beobachten kann, dass das Ganze auch schön und schick im Fokus bleibt, Freunde. Ne? Federbarer Pluspol und so weiter. Die Verdampfer schließen noch echt schön hier oben drauf ab. Finde ich eigentlich ganz cool, dass die haben sie nochmal so ein bisschen eingelassen, dass das Ganze wieder so ein bisschen sportlich aussieht, denke ich mal. Und von der Unterseite natürlich, ne, hier CE-Prüfzeichen, ne, den Mülleimer schmeißen, Designed by Tesla 6 und so weiter und so weiter. Und da habt ihr jetzt hier hinten euer Batteriefach und das Ganze ist ohne Magnete, ihr könnt das hier sehen. Das Kunststoff ist halt einfach nur so ein Nut-Federsystem irgendwie. Und das müsst ihr halt einfach da reinklemmen, quetschen und das hält auch bis jetzt sau gut ohne Scheiß. Ich habe schon, weiß Gott, wie oft die Akkus gewechselt und bis jetzt ist noch nichts ausgelutscht oder sonst irgendwas. So, jetzt holen wir mal noch eben Batterien von der Seite. Das bin ich natürlich hier voll gar nicht vorbereitet, aber das hier sind zwei selber. Deswegen finde ich das eigentlich mal ganz geil mit der Kamera hier so. Ne? Ihr seht das hier nochmal ganz kurz. Plus nach oben in dem Falle. Tschack. Und hier Minus nach oben. Tschack. Ja, die haben zwei verschiedene Wraps, sind aber beides VTC 5A hier. ODB Wraps. Ne? Wer sie noch nicht kennen sollte, könnt euch ja noch einmal kurz reinziehen hier. Ich finde die eigentlich ganz geil, diese ODB Wraps. So, und dann Deckel drauf, Freunde. Ihr seht, zack, das Ding geht zu. Das hält direkt 1A. Finde ich eigentlich ganz nice.
So, und dann fangen wir mal an hier. Display. Zack. Schlicht gehalten. Kann man eigentlich echt nichts sagen. Geht eigentlich relativ flott oder relativ fix. Gefällt mir persönlich ganz gut. Ja, und ihr seht, ihr habt hier so 0,5er Steps. Das reicht, weil wer zur Hölle braucht 7,1 oder 7,2 und so weiter. Das braucht kein Mensch. So 0,5er Schritte reichen vollkommen. Finde ich eigentlich ganz nice. Ne? So, jetzt. 1, 2, 3. Und dann sind wir im Menü. Da können wir das Ganze quasi hier so durchklicken. Umwiderstand, ob man den dann loggen will oder auch nicht. 1, 2, 3. Gehen wir weiter. Dann hat man hier nochmal so eine Pre-Hit-Funktion. Norm, Hard und Soft. Na, ist immer so ein bisschen Fokus-Abfuck. Ne? Ich sehe das schon wieder. Norm, Hard, Soft und User. Das heißt, ihr könnt euch so wie eine Leistungskurve einstellen. Zack, zack, zack. Und hier. Na, könnt ihr halt die Modis wählen zwischen Kantal, Stainless Steel, Nichrom 200, Titan, TCR. Die üblichen Verdächtigen, die immer dazugehören. 1, 2, 3. Switchen wir mal weiter. Kann man sich hier nochmal ein bisschen was... Was ist jetzt hier nochmal? Achso, da stehen die Versionen und so weiter und so weiter. Up, down to update. Ne? In dem Menü 1, 2, 3. Also wenn ihr das Menü switcht und auf die Batterie drauf geht, da habt ihr dann so diese Update-Funktion und so weiter. So. Ihr habt dann nochmal die Makro-Tasten M1, M2, M3. Ne? Und hier noch eine normale Makro-Taste. Und das war es dann schon wieder mit dem Tesla Y200 Menü, weil mehr gibt es da nicht. Ich finde, das reicht doch vollkommen. Es ist super easy, super simpel gemacht. Ihr habt einen schönen Clicky-Taster, ihr habt eine Plus, schöne Plus-Minus-Taste. Die haben so einen leichten Klick drin, aber nicht zu hart. Der ist auch schön groß. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass die Box so eine Sekunde Anlaufzeit braucht. Also ich werde sie vielleicht nicht auf Norm stellen, sondern auf, ich zeige euch das nochmal, bei der Pre-Hit-Funktion. Sondern vielleicht wirklich auf Hard. Je nachdem, was für Entwicklung ihr drauf habt, was für ein Verdampf ihr drauf habt. Also ich brauche diese Pre-Hit-Funktion, dass er einmal kurz Gas gibt und dann halt in den normalen Watt-Modus zurückgeht. Das, was man halt eingestellt hat. Ne? So, Freunde, das war's mit der Detailansicht. Ich würde sagen, wir gehen ab, raus ins Fazit und gucken mal, wie das Teil so abgeht. Peace. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Ja, ich habe eigentlich bis dato nichts Negatives auszusetzen an der Box, denn... Fangen wir einfach mal ganz hinten heute an, Akkudeckel. Akkudeckel ist jetzt hier nicht magnetisch, also das heißt, wir haben keine Magnete, habt ihr eben in der Detailansicht gesehen. Der ganze Deckel wird einfach so reingequetscht quasi. Ne? Hält auch sehr, sehr gut. Ich habe sie jetzt wirklich schon sehr, sehr lange. Manchmal mache ich die Reviews relativ fix, manchmal dauert es halt einfach mal ewig. Es kommt immer darauf an, wie ich die Zeit habe oder... Manchmal dauert es auch länger, weil ich mir für das ein oder andere mal ein bisschen mehr Zeit nehme, weil, ja, ich will mal so, mal so. Die ganze Haptik, das Handling von der Box ist mega geil, man kennt es halt auch von der Minikin. Sagen wir, es ist nicht unbedingt 100% dieselbe Form, aber es ist schon fast so diese Richtung. Es ist schon sehr, sehr gut angelegt und dadurch liegt das Ganze richtig schön in der Hand. Also wenn man es dann so in der Hand hat zum Beispiel, mega geil, ohne Scheiß. Es ist egal wie rum, so rum, so rum, von alle Ecken, von alle Seiten, man kommt super an den Taster dran und das Handling ist meiner Meinung nach immer sehr wichtig, weil wenn eine Box richtig kacke in der Hand liegt, wer benutzt sie dann schon gerne auf Dauer, ne? So, Verarbeitung von außen, das ist klar, das ist Kunststoff irgendwie so, oder Hartplastik, kein Plan, aber das fühlt sich auch an, als ob da so eine, wie bei der Minikin zum Beispiel, hat der so eine Gummierung drauf gehabt, fühlt sich hier auch so an, aber nicht direkt, das ist eher wie wenn man die Gummierung nochmal ein bisschen glatt zieht, dass sich das mehr so nach Kunststoff anfühlt. Also es ist, ich schätze mir irgendwie so die Mischung aus beidem. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Weil wenn man drüber kratzt, fühlt sich schon mehr nach Plastik wie alles andere an. Stört mich letztendlich aber nicht wirklich, weil Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei der Box auch. Ihr habt es gerade eben noch gesehen. Menüführung, eigentlich wieder super easy. Man muss nicht in ein Untermenü rein. Man macht alles direkt hier vorne. Ne? 1, 2, 3. Und dann bist du direkt im Menü und kannst dich halt hier überall durchklicken. Und das ist halt einfach mehr wie safe. Ne? Es ist halt super, super easy. Und genau das finde ich mega gut. Ne? Einfache Menüführung ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Gerade für den Endverbraucher, für den Endbenutzer, für euch in dem Falle. Ne? Weil was habt ihr davon, wenn ihr eine geile Box habt und das Menü ist sowas von grottenschlecht. Gibt's alles. An dem Stelle, Freunde... Was soll ich euch noch mehr sagen? Ne?
218650er Akkus, das Ding passt, das ist geil, es liegt gut in der Hand und ich finde halt einfach die Optik ist halt einfach mega geil von dem Teil. Ich kann euch vielleicht noch sagen, 82x42x39mm, Silber bis 200 Watt, wisst ihr alles schon, Freunde, in dem Sinne, wenn euch das hier gefallen hat, teilt es doch gerne mal eine Runde bei Facebook oder bei Insta, je nachdem, wo ihr Bock habt drauf. In dem Sinne, stay true, join the website of life und bis demnächst. Ciao. Bei dem F-Shit ist das Video zu Ende, Ende. Klatscht mir alle mal eine Runde in die Hände, Ende. Klickt einfach mal auf die Glocke drauf, dann verpasst du keine Push-Up-Meldung. Ich bin raus.